Hi guys, hallo Leute! Welcome back to German with Jenny. Today I want to talk to you about cloning, alright? This is a quite controversial topic, and recently I've read an article about cloning in agriculture, okay? And I think it's quite interesting, and I'm going to talk to you about it. I will talk to you about it in German, and I will also give you my opinion. And I'm eager to know your opinion about this. I want to hear what you have to say about this. And you can do this by writing to me below in the comment section or sending me a private message, whichever way you want to do it. But I would really like to start a discussion about this topic because I think it's essential to talk about it because it's a concept which is already in use worldwide. And I think, yeah, we have to look at this in a critical way, I think. Okay, let's start discussing about it. Klonen. Was bedeutet das? Wenn man ein Lebewesen klont, dann heißt das, dass man eine genetisch identische Kopie von diesem Lebewesen herstellt. Das heißt also, dass das geklonte Lebewesen genau die gleichen Gene hat wie das Original. Das Klonen von Tieren ist in Deutschland verboten. Allerdings heißt das nicht, dass man auf unserem Lebensmittelmarkt kein geklontes Fleisch findet. Es ist nämlich so, dass geklontes Zuchtmaterial in die EU importiert werden darf. Das heißt, dass wir Embryonen, Sperma und Eizellen von geklonten Tieren nach Deutschland importieren dürfen. Das Schlimme daran ist, dass es keine Kennzeichnungspflicht gibt. Das heißt also, dass wir nicht wissen, ob wir das Stück Rindfleisch, das wir kaufen, ob das von einer Kuh stammt, die ein Nachkommen von einem geklonten Tier ist. Das heißt also, dass wir bereits geklontes Fleisch gegessen haben in Deutschland, ohne es zu wissen. Das EU-Parlament möchte dagegen vorgehen. Das EU-Parlament möchte eine Kennzeichnungspflicht einführen. Das heißt also, dass wir in den Supermarkt gehen, wir schauen uns das Stück Fleisch an und wir sehen, aha, das stammt von einem geklonten Tier, beziehungsweise das ist ein Nachkomme von einem geklonten Tier. Ja? Aber heutzutage wissen die Konsumenten das nicht, das heißt, sie kaufen das Fleisch, ohne darüber Bescheid zu wissen, welche Folgen das für ihre Gesundheit haben könnte. Wir wissen nämlich nicht, welche Folgen das für unsere Gesundheit hat. Das ist noch nicht erforscht. Das wissen wir vielleicht in 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren. Was wir aber wissen, ist, dass geklonte Tiere starke gesundheitliche Probleme haben. Sie sterben früh, sie haben Missbildungen, sie haben Organschäden oder andere Probleme. Das wurde bereits erforscht und das hat man bereits festgestellt. Das EU-Parlament ist für eine Kennzeichnungspflicht. Allerdings stellt sich die EU-Kommission dagegen, weil sie argumentiert, dass das die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben würde. Das heißt, wir haben das EU-Parlament, das ist für eine Kennzeichnungspflicht, und wir haben die EU-Kommission, die ist gegen eine Kennzeichnungspflicht. Einige Wissenschaftler sagen, dass eine Angst vor dem Klonen unbegründet ist, weil es eben nicht nachgewiesen wurde, dass Klonen gefährlich ist. Andere Wissenschaftler sagen, dass es ein Eingriff in die Natur ist. Das ist unbestreitbar. Jetzt möchte ich euch meine Meinung dazu sagen. Ich bin ein Mensch, ich denke immer, dass der natürliche Weg der beste ist. Und deswegen finde ich auch nicht in Ordnung, dass wir Tiere klonen. Wir wissen nicht, welche Folgen das hat. Wir wissen nicht, ob das krebserregend ist. Und wir wissen auch nicht, wie unser Körper auf einen langfristigen Konsum von geklontem Fleisch reagiert. Das Schlimme daran ist, dass die Klontechnik erst der Anfang ist. Viele Wissenschaftler beabsichtigen zum Beispiel, Kühe zu erschaffen, die eine Milch geben, die der menschlichen Muttermilch mehr ähnelt. Ja? Oder sie wollen Schweine erzeugen, die schneller wachsen. Und das alles, um einen wirtschaftlichen Profit zu erzeugen, ja? Um mehr Geld zu verdienen. Ihr kennt das Sprichwort, Geld regiert die Welt. Das hatte ich euch in einem anderen Video beigebracht. Das ist leider so. Und das ist auch in der Landwirtschaft so. Meiner Meinung nach hat der Verbraucher das Recht zu wissen, woher das Produkt stammt, was er kauft. Er hat das Recht zu wissen, wie das Produkt hergestellt wurde. Und ob das Fleisch, was er kauft, von einem geklonten Tier stammt. Er hat das Recht, all dies zu erfahren. Das ist meine Meinung. Ich freue mich darauf, was ihr mir dazu zu sagen habt. Ja? Schreibt mir eure Meinung, kommentiert das Video und dann starten wir eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!